Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich bin am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritische oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich oder, gehen. Zu wenig. Ist ja, relativ, ne? Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen verregneten Tag. Zu einer weiteren Sonderreihe vom Sanitäter Fresh Up. Heute wieder live aus dem Rettungswagen. Wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen. Also gut, haben wir wirklich, also Kosten haben wir, ist ja auch egal. Heute machen wir eine ganz besondere Sache. Wir dachten uns, wir begleiten mal so einen Tag im Regelrettungsdienst mit dem Rettungswagen und lassen uns heute von den Themen, die wir haben werden, ein bisschen überraschen und besprechen dann einfach on the fly, was heute auf uns zukommt. Sturz im Badezimmer, sehr aggressiv, schlägt nach Pflegepersonal. Oh, Highlight! Sind wir alleine oder kommt noch irgendwer dazu? Polizei ist auch mit drauf, ja. Ach, sehr schön. Gut, ist jetzt natürlich Frage, welche Verletzung? Verletzung am Kopf, okay. Also zwei Punkte, schlägt um sich und hat eine Verletzung am Kopf. Klassischerweise Kopfplatzwunde, würde ich sagen. Es ist natürlich die Frage, woher kommt das aggressive Verhalten? War das schon vorher bekannt? Oder ist das jetzt neu aufgetreten? Genau, und die Frage, warum er gestürzt ist. Ja. Also, könnte natürlich sein, weil er einfach Parkinson oder so eine Demenzerkrankung oder sowas, ja. Also irgendwas Neurodegeneratives hat. Weil er alt und klapprig ist, das ist halt so mit dem Alter, ne? Ja. Oder natürlich auch, dass da jetzt akut irgendwas im Gehirn passiert oder im Kreislauf. Oder was überhaupt bei der Sturzanamnese dann die wichtige Frage. Erinnerung an das Geschehen, ja, nein. Bewusstlosigkeit, ja, nein. Und gerade bei Bewusstlosigkeit die zentrale Frage, kam erst die Bewusstlosigkeit und dann der Sturz oder erst der Sturz und dann die Bewusstlosigkeit? Genau. Mitunter allerdings auch schwierig hinterher herauszufinden. Ja, ja, absolut. Kurzes Resümee, was war passiert? Wir waren in einem Pflegeheim. Da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Nein, ich glaube. Da war ein Bewohner zu Boden geglitten, ist, glaube ich, das, was berichtet wurde oder das, was es am ehesten trifft, und ist mit dem Hinterkopf angeschlagen und hat sich so eine ca. 1 cm große Kopfplatzwunde zugezogen, die, als wir ankamen, auch schon nicht mehr stark, also eigentlich gar nicht mehr geblutet hat. Ansonsten war bei dem Patienten eine Demenz bekannt. Er war jetzt in unserer Gegenwart eigentlich soweit friedlich. Also ja. Ansonsten die relevante Frage, die man sich dann ja immer stellt, insbesondere bei älteren Menschen, die nehmen ja oft Blutverdünner, war dann natürlich auch die Frage, nimmt unser Patient Blutverdünner? In dem Fall nahm er keine. Eine Bewusstlosigkeit war nicht berichtet. Also soweit alles eher unkompliziert. Wir werden hier gerade noch von einem anderen Rotkreuz-RTW überholt. Ja. Genau, also man könnte sagen, ein leichter, seichter Fall zum Einsteigen in den Tag. Ja, gut für den Patienten. Ja. Ja, achso, das haben wir noch gar nicht gesagt. Lorna ist da. Ja, Lorna ist da. Wir freuen uns riesig. Wir haben heute Lorna als Praktikantin gewinnen können. Es ist heute Nils und Nico featuring Lorna. Absolut. Ja? Für alle, die Lorna nicht kennen, Lorna ist die nette junge Frau, die uns unser Logo aus dem Sanitäter-Fresh-Up gemalt hat. Ja. Gezeichnet, designt. Ich weiß nicht, was man sagt. Was könnte, man könnte noch sagen, es war gut, dass der Mensch nicht antikoaguliert ist. Das ist immer so ein bisschen so eine Sorge, die man natürlich hat. Ja? Blutverdünner nehmend, auf den Kopf fallend, da kann auch ein ganz leichtes Trauma, was erstmal nicht so spektakulär aussieht, mal zu einer Blutung im Kopf führen, neben der Platzwunde. Und das wäre natürlich dann ein größeres Problem, was sich nicht immer sofort zeigt, weswegen wir ihn dann auch einfach trotzdem mitnehmen würden. Genau. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist aber alles mein Abschlusswort. Der Vorteil ist, er ist jetzt im Krankenhaus und da es nicht allzu drastisch ist, wird das auch mit einer gewissen Wartezeit verbunden sein. Das heißt, er ist definitiv eine hinreichende Menge an Zeit unter Beobachtung und unter medizinischer Aufsicht. Das heißt, sollte da jetzt doch noch sein, dass sich da Symptome passend zum Beispiel zu so einer Hirnblutung oder auch einer schweren Gehirnerschütterung entwickeln. Ich weiß nicht, wie das jetzt angefangen hat. Also auf jeden Fall ist er da entsprechend unter medizinischer Beobachtung, dass das dann auffällt und entsprechend gehandelt werden kann. Ja. Und dann gehe ich mal davon aus, dass er auch heute wieder nach Hause kommt. Ja.
Gut, wir haben tatsächlich nicht viele Angaben außer Herzbeschwerden mit Bewusstseinseintrübung, Kreislaufprobleme und Schwindel. Nicht vollkommen wach, reagiert normal. Weiblich 77 Jahre. Das passt natürlich eigentlich ganz gut. Ältere Dame mit Kreislaufbeschwerden. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass es schon irgendwie Vorerkrankungen in die Richtung gibt. Müssen wir mal schauen, was da so auf uns zukommt. Genau. Wir waren da. Und ja, auch nicht da, sozusagen. Genau. Das Ende etwas schneller. Und hat gesagt, wartet kurz. Wir gucken uns das an. Die waren schon drin. Überflug. Und kam zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Patientin oder der Patient doch nicht wirklich ein Krankenhaus haben möchte im Augenblick und deswegen oder braucht. Und deswegen sind wir dann unverrichteter Dinge, muss man so sagen, wieder abgezogen. Oder anders formuliert, das Mysterium, was genau die Patientin hatte, werden wir nie lösen können, weil wir nie da waren. Das hat sich damit aber auch schon wieder erledigt. Halt ja, vorne. Ja. Wir haben uns ungefähr vor 30 Sekunden freigemeldet und jetzt geht's weiter. Wir wissen noch nichts. Dann haben wir jetzt auch ein Stichwort. Atembeschwerden und Blutzuckerentgleisung. Läuse ja. Und Flöhe. Ja, es ist tatsächlich gar nicht wenig Dokumentation und Verwaltung, die ich hier mache. Während Nils uns heldenhaft in Richtung Einsatzort bringt, bin ich noch damit beschäftigt, das alte Protokoll abzuschließen und das neue anzufangen. Und dann schauen wir mal, was uns dieser Einsatz bringt. Auch hier ist natürlich alles wieder etwas unspezifisch. Atembeschwerden kann natürlich alles Mögliche sein. In der aktuellen Lage durchaus auch in Verbindung mit Corona. Ansonsten natürlich von bekannter COPD über Asthma, über ein Lungenödem, alles Mögliche. Und zusätzlich dazu auch noch eine Blutzuckerentgleisung. Jetzt ist halt die Frage, was davon steht im Vordergrund. Also haben wir hier jetzt einfach nur eine Blutzuckerentgleisung und irgendwie äußert sich das auch mit Atembeschwerden? Oder ist jetzt der Blutzucker unabhängig von den Atembeschwerden? Und es kann halt sein, dass einfach nur im Rahmen der festgestellten Atembeschwerden vom Pflegepersonal im Heim, wo wir hinfahren, der Blutzucker gemessen wurde und aufgefallen ist, dass der irgendwie auffällig ist. Also diverse Möglichkeiten. Geschichte am Rand. Hier genau auf der Ecke war ich mal bei einem schweren Verkehrsunfall, der versehentlich dreifach beschickt wurde. Geil. Ja, naja, weil das hier so auf der Ecke ist und das haben halt drei Leute gesehen und mehrere Leute gesehen und ja, zu verschiedenen Einsatzorten das gemeldet. Also einmal zur Kreuzung da vorne, also Autobahnauffahrt, einmal zur Kreuzung hier und einmal mit einer generischen Hausnummer von noch weiter vorne. Das heißt, es waren dreimal das volle Verkehrsunfallprogramm mit mehreren Verletzten im Anmarsch. Also irgendwie 6 RTW, dreimal Löschfahrzeug, noch 2 NEF. Das nennt man dann eine Blaulichtparty vom Rhein. Absolut. Hatte aber im Falle der Polytraumaversorgung hinterlief den Vorteil, dass natürlich genug helfende Hände da waren, um das alles zu erledigen. Ja, das stimmt. Voll. Ja, resümieren wir. Wir haben Medizin gemacht. Das kommt zu glauben, aber war. Ja. Ein echter Notfall. Medizin gemacht. Hatten wir gesagt, was wir gemeldet haben? Ja, Atemnot und BZ-Entgleisung. Genau. Und es traf auch zu, der BZ war hoch, das war aber vermutlich nicht das Hauptproblem. Sondern eine schlechte Sättigung, schlechte Luft bekommen. Da ist dann so die Frage, wo das herkommt. In dem Moment klang es auch sehr nach der Lunge, muss man sagen. Also das war ohne Stethoskop schon zu hören, dass die Lunge komisch klingt. Nach Beschreibung der Angehörigen bzw. Pflegenden ist die Patientin auch vigilanzgemindert, wie das so schön heißt. Ja, also normalerweise orientierter, ansprechbarer im Vergleich gewesen als jetzt. Genau. Dann hat man sich in Zusammenschau der Befunde zusammen, hat die Notärzte beschlossen mit den Anwesenden, dass wir sie ins Krankenhaus mitnehmen. Ja, man musste ein bisschen Medikamente bekommen zur Kreislaufunterstützung, musste ein bisschen nicht invasiv beatmet werden. Also tatsächlich ein bisschen größerer Aufwand, der dann mitstehen muss. Ja, man kann sagen, von allen Geräten, die wir so
mit hochtragen, haben wir auch annähernd alles benutzt. Also ja. Sauerstoff haben wir gegeben. Die Absauge fehlte. Ja, die haben wir nicht benutzt, aber ich glaube, die hätte in dem Fall auch nicht viel gebracht. Nein, nein, ich glaube auch nicht. Also, das saß tiefer. Genau. Also angefangen haben wir mit einer Sättigung bei Raumluft von 75 oder weniger Prozent. Also man hat deutlich gemerkt, dass da Sauerstoff wirklich fehlt, dass der Gasaustausch gestört ist. Das Brodeln, was zu hören war, wie Nils schon sagt, aus der Ferne und mit dem Stethoskop noch eindrücklicher, das war schon ordentlich. Also Kernproblem im Falle dieser Patientin war halt eine Menge an Vorerkrankungen mit der zentralen Frage, wie viel noch im Sinne der Patientin bzw. der Angehörigen ist, das gemacht wird. Also bei ihr war halt schon klar, dass ja im weitesten Sinne ein Sterbeprozess eingesetzt hat. Und die Frage letzten Endes mehr darum ging, wie dieser Prozess gestaltet wird und weniger darum, ob man da noch was dran ändern kann, genau. Um ehrlich zu sein. Ja. Und das eben, also du sagst es zwar gerade so ein bisschen, ja, man spricht natürlich auch mit Angehörigen, ne? Also gehören natürlich mit einbezogen, aber am Ende des Tages müssen wir uns orientieren an dem, was die Patienten oder sich gewünscht hätten. Ja. Das Problem ist meistens, dass sie das nicht mehr so richtig artikulieren können in dem Moment dann. Deswegen spricht man jetzt besonders natürlich nochmal mit den Angehörigen, weil die Patienten kennen, weil die sagen können, was hätte der Mensch sich gewünscht, wenn ich jetzt nicht mit ihm unterhalten könnte. Ja. Aber da geht es eben um die Sicht des Patienten, doch nur des Patienten oder der Patientin und nicht um das, was die Angehörigen sich in dem Moment wünschen. Ja. Das sind wir mit ein, das versucht man natürlich auch noch einzugehen. Klar, das ist ja ein schwieriger persönlicher Moment auch. Aber am Ende ist es doch vergleichsweise nachhaltig. Das ist eigentlich nur wieder ein Plädoyer, auch weil dieses Thema ja gerade eben wieder war. Was soll im Ernstfall gemacht werden, was nicht, an jeden von uns, an jeden von euch auch, entsprechende Verfügungen auszufüllen und zu erstellen. Natürlich denkt man in jungen Jahren noch nicht so sehr daran, wie das dann vielleicht mal sein könnte. Nichtsdestotrotz, so ungern man möchte, dass es passiert, Unfälle passieren, Unglücke passieren, manchmal passieren unerwartete Dinge. Und für den Fall ist es ja nicht nur für euch selber eine Absicherung, klar zu schreiben, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt, sondern ihr nehmt auch euren Angehörigen eine unheimliche Belastung ab, wenn ihr so klar wie möglich formuliert, was eure Wünsche sind. Weil es, das hat man jetzt in der Situation auch gemerkt, für die Angehörige unheimlich schwer war, in dieser akuten Situation tatsächlich zu entscheiden, was jetzt gewollt ist und was nicht gewollt ist. Aber ich denke, wir haben das insgesamt zusammen auch mit dem Team vom NEF ganz gut geschaukelt. Die Patientin ist jetzt erstmal im Krankenhaus. Da wird jetzt halt weiter geguckt, was noch gemacht wird, was nicht gemacht wird. Genau. Die Zukunft wird es zeigen, wir werden es nicht erfahren. Ja, so ist das. So ist das. Guck mal, da kriegt doch jemand kein Mittagessen. Sollte nicht so schadenfreudig sein. Ja, ich wollte gerade sagen, erstens sei nicht so schadenfreudig, zweitens, das ist die Drehleiter, die kochen. Nein! Mein Essen!